Seit deinem letzten Besuch ist es hier wohl bergab gegangen. Argos will mit der Anlage hier offenbar nichts mehr zu tun haben. Schade, dass man keine Landesdings sieht von dem. Du bist zurück. Aha. Ah, jetzt müssen wir sind. Lin! Oh nein, fang nicht damit an. Da. Barrett reicht mir schon. Sein Papagei kann mir gestohlen bleiben. Als du weg warst, kamen noch mehr Piraten. Diesmal hatten wir nicht so viel Glück. Calvert, Troy und ein paar neue Dusties haben es nicht geschafft. Und mir fällt ein, ich laufe gerade ohne Rucksack rum. Im Part, ihr Verlust traf dich unerwartet, hart, sie lagen dir am Herzen. Wer weiß, worauf die Piraten aus waren? Rache? Beute? Vielleicht war es eine andere Crew und wir hatten bloß Pech. So ist es. Bei uns geht es um Deadlines und die Credits. Doch am Ende haben wir es mit Menschen zu tun, nicht mit Maschinen. Ich war streng mit ihnen, damit sie gut arbeiten. Hielt sie auf Abstand, um sicher zu gehen. Doch als ihr Boss stehst du auf ihrer Seite. Jedenfalls steckte ich mit Barrett hinter ein paar Kisten fest. Mitten im Kugelhagel und Laserfeuer. Kein Grinsen mehr. Er wusste, was die Stunde geschlagen hat. Ich wollte mich in den Kampf stürzen. Doch er legte seine Hand auf meine Schulter und meinte: Bleib hier, Lin. Ich mach das. Idiot. Nicht ganz. Barrett ist gefährlicher, als du denkst. Plötzlich sind zwei der Piraten tot und den dritten hat er im Schwitzkasten. Er zerrt ihn mit sich, die Waffe am Kopf. Entweder wir reden oder die Schläfe dieses Typen macht Bekanntschaft mit dem dritten Newtonschen Gesetz. Und da kamen sie mit Hella an. Ich hab nicht alles mitgehört. Doch nach einer kleinen Ewigkeit hob Barrett die Hände hoch. Die Piraten haben sie beide verschleppt. Seitdem sind sie verschwunden. Für eine Nachricht ist so etwas zu riskant. Zu viel Verantwortung. Du weißt, wie es ist. Die Kunden interessieren bloß Anfang und Ende des Einsatzes. Den Rest übernehmen wir. Reiz mich nicht, Dusty. Ich kannte diese Leute. Du warst höchstens zweimal hier. Außerdem rannte ich, als sie wegflogen, sofort zur Kommstation. Wollte sie kontaktieren, doch der Computer ist im Eimer. Selbst wenn wir wüssten, wo sie sind. Ich habe diesmal viele Leute verloren, Dusty. Ich will nur noch weg. Verständlich, ne? Und sie steht einfach nur rum. Und geht dieser Lootwahn wieder los, ne? Nicht rein. Komme ich da rein zum Reparieren? Hallo. Wie sie schon sagt, wir waren nur zweimal hier, ne? Boah, reizt mich nicht. Wo ist dieser scheiß Zugang zu dieser Hütte, ey? Hier oben habe ich ja was, aber die Tür geht nicht auf. Ach ne, hier muss ich glaube ich aufmachen. Ich sag nichts mehr, ne? Druckausgleich. So.
Wenn ich den Rucksack aufnehme, ne? Doch, haben wir. Das ist halt immer Bisch. Doch, haben wir. Das ist halt nur so klein. Wie komme ich denn jetzt da rein? Gut, dass ich das eine mitgenommen habe, ne? Verlassen nach Energiequelle suchen. Du siehst im Nebenzimmer einige Ersatz-Powerbanks, die offenbar gewöhnliche Energie verwenden. Im Nachbarzimmer, na klar. Jo. Brauchen ja bloß noch eine. Drei Energiezellen. Verloren. Ich hab's, okay. Wer das auch findet, ich
hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole, rettet uns. Da muss ja richtig Feuer drin sein, ne? Alarm, unbekanntes Schiff Pirat im Anflug, Konstellationsschiff. Wie sind wir in den Scheiß reingeraten? Sei mal still. Ich versuche den Graf-Sprungpunkt zu berechnen, bevor wir außer Reichweite sind. Außer Reichweite von was? Von dem Sensoren-Array auf Vectera. Denk doch mal mit. Sobald wir aus dem Sternsystem sind, sinkt die Bandbreite von sofort auf quasi nie. Was hilft es denn, eine Nachricht darunter zu schicken? Wenn du denn etwa sagst, wie übel es für uns aussieht? Sie hat ja nicht mal ein Schiff. Du unterschätzt, wie viele Bewunderer ich in der Galaxie habe, Heller. Irgendeiner davon wird schon auftauchen, um ein hübsches Gesicht wiederzusehen. Ja, komm, mach den mit der Nachricht. Wir sind verloren. So richtig verloren. Ich hab's. Okay. Wer das auch findet, ich hänge die interstellaren Koordinaten an die Metadaten der Übertragung an. Rettet uns. Ich wiederhole. Rettet uns. Bekommst du den Computer wieder zum Laufen? Was? Zeig mal her. Witzig. Obwohl er noch lebt, will ich ihn nie wiedersehen. Hella dagegen? Okay, ich schick dir die Koordinaten von der Übertragung. Du findest die, okay? Was? Im Ernst? Ich bin nicht aus dem gleichen Holz geschnitzt wie du und Barrett. Doch nach all dem ist ein neuer Beruf vielleicht keine verkehrte Idee. Falls ihr noch Platz für die Überlebende eines Außenpostens habt, können wir reden. Es stimmt, ich will nicht, dass meine Leute zu Schaden kommen. Nicht mal Barrett und Hella. Aber bitte, schenk mir jetzt keine Plüschtiere oder sowas. Finde sie einfach, okay? Und hey, falls ihr je Hilfe braucht, bin ich gegenüber einer neuen Tätigkeit nicht abgeneigt. Vielleicht sollte ich Argos Adieu sagen. Ich höre. Klar, schieß los. Wir unterhalten uns später. Kann ich den rekrutieren? Hallo, bleib mal stehen. Du scheinst gut beschäftigt zu sein, Dusty. Wenn du eine kompetente Reisegefährtin brauchst, sollten wir uns unterhalten. Let's mein Vertrag go. Bei Argos läuft aus und ein Tapetenwechsel wäre nett. Für mich, komm doch mit. Ich melde mich, wenn ich dich brauche. Wie kannst du mir helfen? Wäre es für dich okay, für mich zu arbeiten? Nach der Nummer? Definitiv. Ist nur ein Job. Kein Grund, sentimental zu werden. Damit komme ich problemlos klar. Schlimmer als für Barrett zu arbeiten, kann es nicht sein. Wenn du mir einen Außenposten zuweist, optimiere ich in Windeseile das Produktionstempo. Aber ich kann mich auch auf andere Weise nützlich machen. Ich kann mit Sprengstoff umgehen und werde mich nie über schweres Gepäck beklagen. Ist okay für mich. Ich mache jede Arbeit. Sag mir nur, wo du mich brauchst. Dann haben wir den ersten rekrutiert. Sehr schön. Verwalte deine Crew, weise ihnen Aufgaben zu und entsende sie zu deinen Schiffen und Außenposten. Jedes Crewmitglied besitzt verschiedene Skills, die dein Schiff oder deine Außenposten verstärken. Schiff. Was? Razorleaf? Was ist das denn für ein Name, ey? Vorarbeiterin Lynn. So, jetzt haben wir zwei, die in dem Schiff mit dabei sind. Finde ich nice.
Außenposten haben wir noch keinen. Aktiven Außenposten und Außenposten. Ja. Tja, dann haben wir beide. Okay, ich mach mich an die Schiff Arbeit. Zugewiesen. Wir reden später. Und zieh bitte was anderes an. Reise nach Altar 3. Wo ist er denn? Da. Hey, ja, was gibt's? Du musst los? Ja, komm mit jetzt. Auf nach Altar 3. Also eine Startsequenz hat dieses Schiff, aber keine Landesequenz. Also kein Einspieler. Es landet einfach. Schade eigentlich. Wenn es nicht Jameson ist, fühle ich mich so langsam heimisch. Viel Glück bei der Suche nach Barrett. Halte auch nach Heller Ausschau. Na, aber sicher doch. Kriegen wir die alle dann als Crewmitglied? So, ich hätte hier gerne eine Tür eigentlich eingebaut, ne? Kann nicht sein, dass das hier alles offen ist und hier wird beleidigt werden. So. Okay, der hat das immer abgenommen. Okay. Ja, die Form sieht ein bisschen komisch aus, aber dieses Licht aus der Maske kommt, finde ich halt nice. Landestützen eingeholt. Und ich muss sagen, ich habe bis jetzt noch keinen einzigen Bug festgestellt. Orbit erreicht. Noch keinen einzigen. Also so ein gutes, vorbereitetes Spiel. Sehr selten gesehen und schon sehr lange her. So, ich sehe da irgendwas, da würde ich mal hinfliegen, bevor wir zu unserem eigentlichen Ziel fliegen. Das ist halt die Frage. 3 Kilometer entfernt. Hier sind scheinbar mehrere Sachen im Weltall, oder? Ja. War aber schneller als gedacht. Alles klar, wir sind voll. Gut, da brauchen wir gar nicht gucken. Stimmt, da war ja was. So. Dann. Da müssen wir hin. Schalte auf Standardantrieb. Altar 2. Abgestürztes Schiff. Finde Barrett in Heller, okay. Wo ist denn Altar 2? Komm. Dann gehen wir den zuerst retten. Und dann gehen wir uns um 3 und dann um Barrett und Heller. So. Müssen wir hier wieder ran? Da ist nichts. Wir müssen hier landen. Thank you.
Oh, wir sind schon Level 8. Landung initiiert. Schön langsam. Oh, das sieht geil aus. Das feiere ich. Hätte ruhig drinnen bleiben können. Also es gibt doch eine Landesequenz, alles klar. Ich habe nichts gesagt, ich halte mich da vollkommen raus. Wir sehen ja aus wie so ein Alien, ne? Barrett findet immer einen Weg. Das mit der Übertragung ist unglaublich. Ja, Lynn. Dann nicht quatschen. Komm in den Nacken. Dann nehmen wir sie hier jetzt raus. Ich bin noch das andere Raumschiff gewohnt. So, let's go. Spacer. Also ich könnte echt eure Hilfe gebrauchen, ne? Häng ja fest, ne? Ich komme nur nie raus, ne? Ach, du stirbst. Und jetzt sei ruhig. Gut. Nein. Das scheint es gewesen zu sein mit dem Kampf. Also, Heilinfektion. Regeneriert 2 Gesundheit, 2 Gesundheit, 4 Gesundheit. Heute ein bisschen hochgepusht. Was ist das jetzt, oder? Von hier draußen kommt nichts mehr. Guck mal rein. Leute! Weg!
Okay, das reicht. Verkauf was von deinem Kram. Never. Sache, man ist so schnell überladen, das ist ganz schlimm. Was bin ich froh. Ich habe gehofft, die Kavallerie würde kommen, wenn ich nur lange genug in den Funk brülle. Ich habe mit Freestar-Miliz gerechnet, aber mir ist gerade alles recht. Nach dem, was ich schon gesehen habe, gerne. Bevor die Spacer den Außenposten stürmten, habe ich Befehle für Lieutenant Torres überbracht. Torres ist nicht übel für einen CO, aber sie hätten uns schlicht umgebracht. Doch die, dass ich das mal sagen werde, UC Marines haben uns gerettet. Deshalb, und das ist wichtig, siehst du Marines, nicht schießen. Das sind unsere Freunde. Ich hätte nicht gedacht, dass die UC und das FC je zusammenarbeiten würden. Die Zeiten ändern sich wirklich. Hä? Das haben wir. Die ganze Sache hier ist ein einziger großer Ausnahmefall. Wenn der Außenposten sicher ist, quassle ich dir dein Ohr darüber ab. Aber im Augenblick tickt die Uhr. Roger, das Wichtigste zuerst. Die provisorische Krankenstation wird nicht durchhalten. Sie sind im Erdgeschoss im Sicherheitsbereich. Hier ist alles abgeriegelt, also musst du einen Weg dorthin finden. Sprich mit, Lesama. Er ist das Einzige, was zwischen ihnen und, du weißt schon, steht. Als Torres alles abgeriegelt hat, war ich bei Lesama und dem Doktor im Sicherheitsbereich. Wir sind nicht mehr rausgekommen. Ich weiß nur noch, dass Torres im Komplex gekämpft hat. Irgendwo. Die Marines haben den Hintereingang bewacht. Keine Ahnung, was mit ihnen ist. Aber die Info ist alt. Mehr hab ich nicht. Hoffen wir, dass noch andere auf den Beinen sind. Sei tapfer, sei kühn. Tote Soldaten nutzen niemandem was.